Zunächst ganz kurz vielleicht noch zum Donnerstag, zur Illner-Sendung. Das war von daher interessant, da wir, ich glaube, zum ersten Mal in der Deutlichkeit auf einem großen Sender und in so einer großen Show klar machen konnten, dass der Euro nicht gleich Europa ist, dass Euro-Gegnerschaft bzw. das Aufzeigen der Probleme des Euros und der Produktionsfehler, die da ursprünglich mal gemacht wurden, dass das nicht gleichzusetzen ist mit Europafeindlichkeit. Ganz im Gegenteil, dass gerade wenn man für ein Zusammenwachsen, für ein gemeinsames Europa ist, sich gegen den Euro aussprechen muss, weil er nun mal der Spaltpilz für Europa ist. Wer Europa hasst, der kann gerne am Euro festhalten, weil der Euro nämlich Europa auseinandertreibt. Vielleicht könnten wir das sogar auf diese Extreme zuspitzen. Er sagte, und das ist, wenn man das ausgehend von Juncker hört, durchaus bemerkenswert, er sieht die Situation ähnlich wie 1913 und am Ende können daraus sogar Kriegsgefahren innerhalb Europas entstehen. Also das sind schon deutliche Worte, die er da ausspricht und er sagt das sehr, sehr klar. Er sagt, man sollte nicht glauben, das hat man 1913 auch, hatte jeder gedacht, es wird nie wieder Krieg geben können und plötzlich war es soweit und das, was momentan in Europa passiert, in den einzelnen Ländern, das ist eine ähnliche Situation, wie er sie 1913 meint gesehen zu haben. Also das ist eine klare Aussage. Wie erwähnt, wir waren ja in Griechenland, Sie haben das Video gesehen. Und meine Einschätzung zu Griechenland ist eher, dass wir dort eine Situation wie 1932 haben. Thema Weimar, Weimarer Republik, Zusammenbruch der Wirtschaft, Extreme auf der rechten und linken Seite aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit. Und am Ende haben es die Nazis übernommen. Und wer die Videos und die Bilder aus Griechenland sieht, der wundert sich da nicht drüber. Also tatsächlich, wir haben diese Gefahren in Europa, aber die kommen nicht von Europa, die kommen aus dem Euro. Es ist die Folge der falschen Währung, die wir hier beobachten und die Folge der falschen Politik, dagegen anzugehen, nämlich mit Sparpaketen, die die Bevölkerung treffen. Und jetzt muss man doch fragen, verdammt nochmal, dann tut doch endlich was. Es ist nicht der Euro, nicht Europa, das ist das Problem, es ist der Euro, der das Problem ist, es sind die Sparpakete, die das Problem sind. Geht doch dieses Thema an, aber das Gegenteil wird gemacht. Jetzt sieht man, dass in den nächsten Tagen, wenn der EU-Gipfel wieder ansteht, die Minister wieder weiter an den Sparpaketen festhalten werden. Und das, obwohl man weiß, dass sie ein Fehler sind, dass sie falsch sind. Der IWF hat zugegeben, dass die Grundlage für die Sparpakete ein Rechenfehler war. Man hat den Fiskalfaktor falsch angesetzt und hat gedacht, dass die Sparpakete der Staaten kaum eine Auswirkung auf die Konjunktur haben wird. Und in Wirklichkeit war der Faktor wesentlich höher und die Auswirkung der Sparpakete auf die Konjunktur ein Vielfaches dessen, was der IWF angenommen hatte mit seinem Fachwissen. Das in Europa nicht haben. Und das ist der Grund für dieses Sparpaket. Und obwohl der IWF selbst im Spätjahr 2012 und nochmal im Januar 2013 bestätigt hat, dass die Grundlage für seine Sparpakete ein Rechenfehler war, führen wir das genauso weiter. Und da muss man schon wirklich fast Boshaftigkeit unterstellen, dass hier jemand an dieser Entwicklung in Europa, diesem zunehmenden sich auseinanderdividieren und sich gegenseitig den Schädel einschlagen, ein Interesse zu haben scheint. Anders kann man sich diese vollkommen verfehlte Politik und Vorgehensweise trotz offenkundiger und zugestandener Fehler fast nicht mehr erklären. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen heute einen erfolgreichen Handelstag. Sehen wir zu, dass wir die Situation vielleicht da, wo wir können, ein bisschen gegensteuern. Wird nicht viel sein, aber jeder an seiner Stelle. Machen Sie es gut und bis morgen.